Liebe kann alles. Der Podcast mit Eva Maria und Wolfram Zuhorst. Herzlich, herzlich willkommen. Heute geht es um ein Riesenthema und das ist die Angst. Und heute möchte ich Ihnen die Angst vor der Angst nehmen, weil ganz oft ist die Angst nicht wahr. Sie hält uns im Griff, sie hält uns ab, sie hält uns in Schach, aber sie ist ganz oft nicht wahr. Also, wenn Sie gerade für irgendwas Angst haben, für irgendeinen Schritt, für irgendeine Entscheidung oder schon lange für irgendeiner Sache und Sie merken, das wächst, dann ist das Ihr Podcast. Seien Sie dabei. Jetzt hätte ich eine Sache fast noch vergessen, die möchte ich Ihnen unbedingt vorweg noch sagen, bevor es losgeht. Sie wissen ja, wenn Sie dabei sind, dass ich mit dem Buch fertig bin und dass ich ganz unendlich freudig und aufgeregt bin, dass im Herbst die neue Liebe kann alles Frauenwelt startet mit dem neuen Buch, mit einem Online-Kurs, in dem Sie all das tatsächlich tun können mit mir zusammen, was ich in dem Buch als Transformationsprozess für uns Frauen beschreibe und mit dem großen Liebe kann alles Live- und Online-Training, in dem ich Ihnen ganz nah und persönlich einen Grundkurs geben möchte über den Jahreswechsel, wie Sie vom Alten in das Neue kommen, auf die Art und Weise, wie ich das auch getan habe. Und unser allererster kleiner Schritt nach draußen ist jetzt fertig, nämlich eine Seite, auf der Sie ein Video finden, was Ihnen, glaube ich, ein erstes Gefühl gibt für das, was da kommen wird und auf der Sie die ersten Informationen kriegen, aber auf der Sie sich eintragen können, sodass wir Sie im Laufenden immer wieder informieren können, wenn was startet und was kommt und was wir uns überlegt haben und auf der Sie eine erste, allererste Geschichte aus dem Buch von mir erzählt bekommen, nämlich warum Sie unbedingt eine echte Prinzessin werden sollten. Also wenn Sie dabei sein wollen, den Link finden Sie hier in den Shownotes beim Podcast und dann bin ich gespannt, wenn Sie die Prinzessin lesen, da bin ich selbst schon ganz, oder hören Sie ja von mir, bin ich selbst schon ganz aufgeregt. Und jetzt kann's losgehen. Ja, also ich bin mit so ein paar richtig riesengroßen Ängsten gesegnet worden und viele Jahre gesegnet gewesen. Und heute weiß ich, dass diese Ängste so wie Fata Morganas waren, Halluzinationen. Aber sie haben mich gequält, sie haben mich das Fürchten gelehrt, sie haben meinen Körper in Schock gesetzt, sie haben mir schlaflose Nächte bereitet und sie haben mich vor allen Dingen von vielen, vielen Dingen abgehalten, die eigentlich zu meinem Wesen gehört hätten. Und ich wünsche mir so sehr, dass die Angst bei Ihnen nicht so weit ihr Unwesen treiben darf. Und ich wünsche mir so sehr, dass Sie die Angst genau anschauen und merken, oh Angst, du bist gar nicht echt. Ich glaube an dich, aber wenn ich mal genau hingucke, dann stelle ich fest, du bist nicht mehr als eine Vorstellung, als ein Glaubenssatz. Du bist keine Mauer, du bist keine Bedrohung, du bist schon gar nicht lebensgefährlich, du bist auch nicht existenziell, du bist ein Glaubenssatz. Und ganz viele von unseren Ängsten, die sind so wie die Menschen, die damals geglaubt haben, dass wenn sie jetzt weitergehen von hier bis zum Horizont, da hinten am Horizont ist das Ende der Welt und da fallen sie runter ins Nichts und sterben. Warum? Weil wir in unserem Bewusstsein damals, wir Menschen noch nicht so weit waren und uns beigebracht wurde, die Erde ist eine Scheibe und irgendwo da hinten am Horizont ist Schluss und bums, fallen wir runter und sind tot. Wenn ich Ihnen heute sagen würde, gehen Sie nicht zum Horizont, da können Sie runterfallen und bumm, sind Sie tot, würden Sie sagen, Frau Zürst, Sie haben eine Meise. Sie wissen wohl nicht, dass diese Erde rund ist.
Und das würde ihnen überhaupt nicht in den Sinn kommen, irgendeine Furcht zu haben. Und viele von unseren Ängsten funktionieren genau so. Wir sind konditioniert worden und meist in einer Zeit, wo wir gar kein Bewusstsein dafür hatten, dass das nur eine Konditionierung ist. Und ich will Ihnen eins der schlimmsten Beispiele aus meinem Leben erzählen. Ich habe relativ früh gemerkt, schon als Kind, dass wenn ich vor anderen Leuten sprechen will, dass ich Herzrasen kriege und dass ich Schweißausbrüche kriege und dass ich Angst habe, vor Menschen zu reden. Und so habe ich mich immer mehr gelernt, so ganz automatisiert davor zu drücken. Aber dann gab es eben so mündliche Prüfungen in der Schule und ich habe einfach ganz oft fast wie das Bewusstsein verloren, dass ich alles vorher wusste und ich stand da und ich hatte diese schreckliche Panik in mir und diese Schweißausbrüche und im Laufe des Lebens wurde das immer schlimmer. Ich konnte oft nächtelang nicht schlafen oder hatte wahnsinnige Albträume, wenn ich irgendwas sagen wollte. Und das war oft so klein, dass ich wusste, auf irgendeinem Geburtstag muss ich jetzt ein paar Worte über diesen Menschen, den ich liebe, sagen. Und ich hatte Panik. Und ich wusste eigentlich von mir, dass wenn ich dann mich traute, den Mund aufzumachen, dann konnte ich nur so reden. Weil mir die Stimme wegblieb, weil mein ganzer Körper im Ausnahmezustand war. Und so habe ich alles vermieden, was ich vermeiden konnte und was ich nicht vermeiden konnte, was dann sehr oft mit Prüfungen zu tun hatte, hat teilweise zu verheerenden Dingen geführt. Also ich war mal Hörfunkjournalistin in meinem früheren Leben und ich war Journalistin, weil das Schreiben meine Rettung war. Ich kam aber auf irgendwelchen Umwegen in Redaktionsdienste beim WDR und kam über meinen Redaktionsdienst, wo ich ja auch im Hintergrund war und nur geschrieben habe und recherchiert habe, kam ich irgendwann dazu, dass ich Beiträge gemacht habe, die ich aber nicht live irgendwo sprechen musste, sondern die ich auch, das nannte man Vorproduzieren im Studio. Da wusste ich, oh, hier bin ich auch sicher, das geht, das konnte ich alles vorbereiten. Aber auf irgendwelchen komischen Umwegen kam ich dazu, irgendwann mal was live sagen zu müssen. Und es war wieder 2 Nächte nicht geschlafen, riesig, der Schweiß lief mir wirklich runter, ich zitterte am ganzen Körper, ich war wie erstarrt. Und es führte dazu, dass ich einfach nichts sagen konnte vor diesem Mikrofon, bis die das Mikrofon zugemacht haben und Musik gespielt haben. Und das war dann so wirklich einer der großen Super-GAUs, wo ich wusste, also hier ist alles jetzt in Sachen Hörfunk vorbei und hier ist sowieso ganz vieles mit mir vorbei. Dann gab es eine riesen Zeit und Suche, in der ich zum Logopäden, zum Sprachcoach, zum, ich weiß nicht was, Hypnose, was ich alles gemacht habe. Meine Angst blieb. Und dann irgendwann gab es noch andere Symptome und dann ging ich in eine Therapie bei einer ganz wunderbaren Frau und wir entdeckten, indem sie so, wie soll ich sagen, so Zwiebelschalen von mir begann zu öffnen und mir langsam den sicheren Raum und die Geborgenheit gab, dass auch mein Unterbewusstsein sich traute, sich mehr zu zeigen und mir zu zeigen, was da in ihm los war. Und ich entdeckte eine Geschichte, die ich komplett aus meinem Bewusstsein verdrängt hatte. Und die Sie meine Arbeit länger kennen, wissen Sie, dass ich immer wieder die Zahl 95 sage. 95% von uns sind in unserem Unterbewusstsein und nur 5% von uns sind in unserem bewussten Zugang. Also wenn ich sage, ich möchte dieses oder jenes, ich möchte nicht mehr rauchen oder abnehmen oder mehr Sport treiben, dann sagen das meine 5%. Aber diese vielen Ängste, die uns plagen, die sind alle in unserem Unterbewusstsein. Da agieren Glaubenssätze, so wie damals bei den Menschen, dass die Erde eine Scheibe ist. Und ich entdeckte mit dieser wunderbaren Frau in der Therapie,
dass mein großer Stiefbruder, der 13 Jahre älter war und ziemlich viel Mist in seinem Leben damals gemacht hat und aber immer wieder auf mich aufpassen musste, mein Babysitter war, ganz oft zu mir gesagt hat, wenn du das der Mama sagst, dann kommst du in den Keller und wirst verhungern. Oder wenn du das der Mama sagst, dann werde ich dich umbringen. Und damit hielt er mich in Schach, wenn er zum Beispiel mit dem Auto schwarz fuhr, wenn meine Eltern nicht da waren und alle möglichen anderen Sachen machte, die gruselig waren. Ich hatte so viel Angst durch den eingeimpft gekriegt, die ich aber alle verdrängt hatte, weil die kaum auszuhalten waren. Für mich als kleines Mädchen, also meine ersten Erinnerungen, die ich dann wiederfand, da war ich 4, da hat er mir das schon immer gesagt. Da ist die große Klappe, mein Bewusstsein aufgegangen, diese Ängste kamen da rein und die Klappe wieder zu. In mir gab es so einen Satz wie, die Erde ist eine Scheibe, und der lautete, wenn du sprichst, wirst du verhungern oder umgebracht werden. Und dieser Satz war unter der Klappe, unter der Oberfläche. Und so wurde ich älter und in mir gab es immer noch einen Glaubenssatz und der war existenziell und der war früh geprägt und der hieß, wenn du sprichst, wirst du sterben auf die eine oder die andere Art. Du verhungerst oder du wirst umgebracht. Davon wusste ich nichts, aber von dieser Angst war ich so im Griff, dass ich überhaupt nicht meinen Mund aufmachen konnte. Mit dieser Erfahrung, als ich an diese Angst wieder rankam und sie zurück in mein Bewusstsein holte, war ich wochenlang wie im Schock, als ich diese ganzen Kindheitserinnerungen zurücknahm zu mir mit der Unterstützung. Aber dann langsam fing etwas in mir an zu heilen. Und ich realisierte, dass ich ja gar nicht so eine Fehlkonstruktion bin, dass ich gar nicht so irgendwie vom Leben geschlagen bin, sondern dass ich mit einem Horrorglaubenssatz und einer Horrorangst in mir gelebt habe. Und in dem Maße, in dem ich dieses Mädchen zu mir zurücknahm und Mitgefühl für es empfand und verstand, was es glaubt, und verstand, in welcher Not es sich befand, dieser Anteil in meiner Persönlichkeit. In dem Maße begann etwas in mir, sich zurückzuverbinden und zu heilen. Da gab es die große Eva, die wusste, dass die Erde rund ist und dass sie sprechen konnte und dass sie so viel in ihrem Herzen trug, was sie mit Menschen teilen wollte. Und sie glaubte immer nur, sie könne das schreiben. Und sie entdeckte, nein, sie kann auch darüber sprechen. Das war Schritt 1. Ich möchte Ihnen sagen, viele Ihrer Ängste sind genauso entstanden wie meine Sprechangst. Und oft sind die Zusammenhänge, in denen etwas so in Schock gerät, noch viel kleiner als die großen Drohungen von meinem Bruder. Manchmal verknüpft das Unterbewusstsein Dinge miteinander, die sind relativ harmlos. Aber die wirken so klar im Unterbewusstsein. Wenn dieser Geruch da ist, dann muss der ganze Körper in Panik geraten, weil er mal irgendwas erlebt hat. Sie sind mit dem Fahrrad gefallen, haben sich verletzt und haben vorher gerade Schokoladeneis gegessen. Und dann kann es gut sein, dass sie, weil sie, oder sie haben auf dem Fahrrad Schokoladeneis gegessen. Sie fallen hin, die tun sich weh, sie haben diesen Geruch von Schokoladeneis und das wird gekoppelt im Unterbewusstsein. Schmerz und Schokoladeneis. Das Unterbewusstsein hat eine völlig andere Logik. Und sie werden erwachsen und immer wenn sie Schokoladeneis riechen, kriegen sie Panik, wird ihnen schlecht, sie kriegen Ekel, sie merken, sie haben ein Problem. Das ist jetzt nur ein versimplifiziertes Beispiel, aber viele, ich will Ihnen nur sagen, diese Verkettungen, die in Ihnen wirken, die funktionieren so anders. Wenn Sie erstmal wissen, wie eine Verkettung ist, dann ist schon der halbe Weg genommen. Ich habe eine ganze Phase meines Lebens sehr viel über Trauma studiert und gelernt und gelesen. Und da war zum Beispiel eine Geschichte, ich möchte Ihnen beide Geschichten erzählen. Die eine Geschichte war, dass ein Mann ein Flugzeugunglück überlebt hat und
irgendwann sein Bewusstsein zurückfand, wie er mit dem Gesicht im Gras lag, neben diesem verunglückten Flugzeug. Und als er die Augen aufmachte, sah er sein Kind und dieses Kind war tot. Sie können sich vorstellen, dieser Mann war unvorstellbar traumatisiert. Das, was er nicht verstand, war, dass nach dem Flugzeugunglück, als er so langsam wieder zu sich zurückgefunden hatte und diese unvorstellbaren Wunden begann zu heilen, war in ihm etwas gekoppelt, nämlich der Geruch von Gras mit dem Tod. Und dieser Mann bekam diffuse Angstzustände. Und niemand wusste, wodurch die ausgelöst wurden. Bis langsam diese Kette hergestellt wurde zwischen dem Gras und der Angst. Und ich möchte Ihnen diese Beispiele sagen, um Ihnen klarzumachen, das Gras ist nicht fürchtenswert. Das Schokoladeneis ist nicht fürchtenswert. Und meinen Mund aufzumachen ist auch nicht fürchtenswert. Aber die Verknüpfungen, die machen etwas fürchtenswert. Und die schlimmste Geschichte, die ich dazu kennengelernt habe für mich, ich habe die immer wieder Menschen auch im Coaching erzählt, war die Geschichte von einem Mann, der geheiratet hat und dessen Frau ein Baby bekam, was er sich unglaublich gewünscht hatte. Und in dem Moment, als das Baby auf der Welt war, immer wenn das Baby anfing zu schreien, hat er fluchtartig die Wohnung verlassen. Und seine Frau hatte das Gefühl, er lässt sie total im Stich. Was ist das für ein Arsch? Kaum ist das Kind da, haut er nur noch ab. Und sie sagt immer, du kannst doch nicht immer das perfekte Kind haben wollen. Du, was bist du für ein Vater? Kinder schreien nun auch mal. Und sie hatte das Gefühl, das ist so einer, der will nur das Kind für gute Zeiten. Das wurde aber immer schlimmer. Und dann ging der abends weg und kam nicht mehr wieder und fing an zu trinken und war nur noch auf der Flucht vor seiner kleinen Familie. Und irgendwann war er alkoholabhängig und kam in einen Entzug. Und im Entzug haben sie dann angefangen, mit ihm therapeutisch zu arbeiten. Und dabei kamen sie an seine Vergangenheit als Vietnam-Veterane. Und da haben sie dann mit ihm Stück um Stück sich vorgearbeitet in seiner Seele und auch in seinem Unterbewusstsein. Und er kam zurück in einen Moment, wo er als Amerikaner im Vietnamkrieg eine vietnamesische Familie aus ihrer Hütte herausgeholt hatte. Alle mussten sich vor der Hütte aufstellen und er hat sie alle erschossen. Eine Frau hatte ihr Baby auf dem Arm und dieses Baby ist runtergefallen und hat geschrien, als er weggegangen ist. Und das hat sich in ihm festgesetzt. Er hat seine Kriegsvergangenheit, wie so unzählige Männer, unzählige Väter und Großväter von uns und unzählige Männer, die in dieser Generation solche Kriege wie Vietnam oder Afghanistan miterlebt haben, in sich einfach weggepackt, verkapselt, weggetan, weil sie so unvorstellbar waren. Aber das Unterbewusstsein ist wie ein lebenslanges Tonband. Es speichert alles, alles und jedes. Und als sein Kind kam, kam die Rückverbindung, ein schreiendes Kind und all das, was geschehen war, all dieser Tod, all dieses, was in seiner Seele noch war, all dieser Schmerz und diese Schuld. Und dieser Mann hat dann eine tiefe, umfangreiche therapeutische Begleitung gefunden, um das alles zu heilen. Und so konnte er zurück in seine Familie kommen. Das ist natürlich eine, wie soll ich sagen, Horrorgeschichte. Aber in all den Geschichten, die ich Ihnen heute erzähle, von meiner eigenen bis zu dieser dramatischen Geschichte, es sind immer Verknüpfungen, die sagen, die Erde ist eine Scheibe. Die machen für einen bewussten Menschen keinen Sinn. Aber mein Unterbewusstsein und das Unterbewusstsein dieses Mannes aus dem Vietnamkrieg, die wollten beide das, was heilt, das, was wieder in die Balance kommt, dass wieder was vor dem Herzen gesehen wird und dass die Unschuld zurückkehrt. Darum geht es immer. Es geht immer um ihre Unschuld und ihre innere Wahrheit, die ist Liebe. Dieser Mann konnte sich wiederfinden jenseits dessen, was er als Soldat gelernt hatte, über Gut und Böse, über das richtige Land mit den richtigen Menschen und das falsche Land mit den falschen Menschen. Ich konnte was lernen
über das kleine Mädchen in mir und seine Wahrheit, diese wunderschöne Wahrheit, die es in sich trug, dass es gute Dinge zu sagen hatte und wusste, was für es nicht richtig war. Aber es durfte das nicht. Und so kommt die Wahrheit wieder, wenn wir uns verbinden. Das ist der halbe Weg. Aber jetzt kommt der Schritt, den ich Ihnen allen sagen möchte. Vielleicht wissen Sie sogar, wo manche Angst herkommt. Und Sie wissen auch, dass es längst Zeit ist, mit dieser Angst aufzuhören und ihr nicht mehr zu folgen. Den Schritt über diese Grenze zu tun, sich zu wagen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und sie nicht mehr ernst zu nehmen, weil Ihr Herz Ihnen längst sagt, du musst da raus, du musst da drüber weg. Du musst diesen Schritt in deine Freiheit und in deine Größe tun. Wenn es jetzt hier im Hintergrund schmatzt, unsere kleine Lotti liegt hier gerade auf dem Schoß. Ich bin's nicht. Aber die liegt so bei mir. Und der geht sicher und geborgen hier auf meinem Schoß. Und der Schritt aller Schritte, den möchte ich Ihnen aus meiner Angst erzählen. Und das ist, dass ich irgendwann immer noch in meiner alten Vermeidungsstrategie, viele Jahre später, als ich das alles schon wusste, mein erstes großes Buch, was mein zweites Buch war, aber das erste, das ist völlig unbekannt, das ist ein Buch über meine Zeit in Südafrika. Und dieses erste bekannte Buch, Liebe dich selbst, und es ist egal, wenn du heiratest, das habe ich in meiner alten Manier geschrieben, dass das Schreiben mir hilft, zu sagen, wovon mein Herz voll ist. Aber ich muss es eben nicht ausdrücken. Ich kann es schreiben. Und dann wurde dieses Buch so erfolgreich und plötzlich gab es von überall Anfragen, Interviews, Vorträge, Lesungen bis hin zu Fernsehauftritten. Und ich habe immer nur gesagt, nein, 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 mache ich alles nicht. Aber das Nadelöhr wurde immer enger. Die Ketten taten immer weh, an denen ich mich festgemacht hatte. Und irgendwann war ich beim Friseur und da wo wir damals wohnten, und das war auch ein Stück weit eine Freundin von mir, und die sagte, Eva, du musst damit aufhören, du musst jetzt endlich vor den Menschen reden. Überall fragen Leute nach dir und überall hier im Salon sitzen Leute und sagen immer, das ist so unglaublich, dieses Buch, und es hat mir so geholfen, es hat meine Ehe gerettet. Du musst jetzt auch mal was sagen. Und da habe ich gesagt, Denise, das kann ich nicht, ich kann das nicht. Und sagt sie, weißt du was, ich werde jetzt hier im Salon Frauen einladen. 20, 30 Frauen, und du wirst hier im Salon, im geschützten Raum, ich werde allen sagen, dass du Angst vorm Sprechen hast, aber dass sie dir jetzt zuhören dürfen, wirst du reden. Und darauf habe ich mich eingelassen. Und jetzt kommt der wichtige Schritt, den ich mit Ihnen teilen möchte. Sie müssen diesen Schritt tun, bis an den Horizont gehen, und den Schritt tun und feststellen, dass sie nicht runterfallen. Aber ihnen wird niemand auf dieser Welt abnehmen können, dass sie bis zum Horizont gehen. Sie müssen es wagen auf die Gefahr hin, dass sie hinten runterfallen. Und ich musste da raus. Und ich musste stärker sein als meine Angst. Und vor diesen Frauen reden. Und ich habe angefangen, vor diesen Frauen zu reden. Ungefähr so habe ich geredet. Und langsam wurden die Sätze besser. Und nach 10 Minuten wurde es noch ein bisschen besser. Und nach 20 Minuten wurde es noch ein bisschen besser. Und irgendwann war ich frei und habe den Frauen gesagt, liebe Frauen, ihr müsst euch nicht scheiden lassen, es gibt einen anderen Weg. Und ich konnte den Frauen das sagen mit meinem Mund, mit meinen Worten, was mein Herz glaubte. Aber was ich Ihnen sagen will, ist, und das habe ich gestern einer Frau im Coaching gesagt, die mir sagte, ja, Frau Zürst, alles, was Sie mir gesagt haben, leuchtet mir ein und ich weiß es. Aber was mache ich denn, wenn jetzt meine Angst kommt? Gibt es noch irgendwas, was ich dann tun kann, noch eine Therapie? Und sie hatte schon viel gemacht. Und dann habe ich ihr gesagt, nein, es gibt nur eine einzige Sache, dass Sie den Schritt tun, auch wenn sie Angst haben. Und das ist meine Botschaft im heutigen Podcast. Liebe Frauen, es ist wichtig und gut, wenn sie erkennen, dass die Erde keine Scheibe ist in ihrem Unterbewusstsein. Und wenn sie anfangen, Heilung für diese Teile zu machen, die vielleicht Schmerz erfahren haben und Fehlprägungen und Fehlverkettung.
Aber der große zweite Schritt ist, sie tun den Schritt, der jetzt in ihrem Leben ansteht, auch wenn die Angst da ist. Und das wird sie heilen. Ja, ich hoffe, dieser Podcast heute hat Ihnen Mut gemacht, sich von nichts auf dieser Welt bremsen zu lassen, Ihr Herz zu hören und Ihren Weg zu gehen und sich von keiner Angst, mag sie noch so groß sein, begrenzen zu lassen. Die meisten Ängste sind nicht wahr. Und wenn Sie merken, eine Angst hat Sie so in Schach oder sie ist so diffus, dass Sie sie überhaupt nicht verstehen, suchen Sie sich Unterstützung, suchen Sie sich Hilfe. Sie werden feststellen, es gibt fast immer etwas, was wieder zusammen zu puzzeln ist und dann auf einmal bekommt Ihr Leben einen neuen Sinn und Sie stellen fest, Sie sind so rund wie dieser wunderbare Planet, auf dem wir leben. Wenn Sie noch jemanden kennen, der Angst hat, dann bitte, bitte teilen Sie diesen Podcast, geben Sie ihn weiter, dass die Angst immer kleiner wird auf unserer Welt und dass die Menschen immer mutiger werden, über ihre Grenzen zu gehen. Das ist mein ganz großer Traum. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes geben. Und ansonsten bitte, bitte vergessen Sie nicht, Liebe kann alles. Alles Liebe, Ihre Eva-Maria Zuhorst. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Liebe kann alles. Der Podcast mit Eva Maria und Wolfram Zuhorst.